Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es einfach mal kurz erklärt darum, wie ihr einen Subwoofer, einen Aktiv-Subwoofer, an irgendeinen alten Stereo-Verstärker anschließt, den ihr vielleicht vom Vater geschenkt bekommt, den ihr eBay gekauft habt oder wo auch immer. Weil oft ist es ja so, dass diese alten Verstärker gar keinen Subwoofer-Ausgang haben. Wie man das Ganze jetzt trotzdem an den Verstärker anschließen kann, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei, euer Speakerschocker. Nun, was braucht man dafür eigentlich, um das Ganze so zu bewerkstelligen? Ganz klar natürlich einen Subwoofer. Dann brauchen wir ein ganz gewöhnliches Cinch-Kabel. Dann noch ein Klinken-Cinch-Verbindungskabel, womit ihr den Zuspieler anschließen könnt. Lautsprecher braucht ihr. Und natürlich Lautsprecherkabel. Und zu guter Letzt natürlich den Verstärker. Wie man das Ganze jetzt anschließt, das zeige ich euch jetzt. Perspektivenwechsel. Ganz wichtig, bei Anschlussarbeiten Anlage immer am besten ausschalten. Ich habe es schon oft erlebt oder gelesen in irgendwelchen Foren. Oh, ich habe Anlage umgeschlossen, während sie lief, auf einmal puff, kaputt. Das wollen wir hier vermeiden. Macht's besser aus, bitte ausmachen, dann habt ihr was davon. So, wir schließen jetzt den Subwoofer mal an einen Verstärker an, der gar keinen Subwoofer-Ausgang hat. Ja, den brauchen wir bei dieser Anschlussart, die ich euch jetzt zeige, den braucht man da auch gar nicht. Wir gehen nämlich ganz, ganz, ganz anders vor. Und zwar verbinden wir den Zuspieler hier, ein Laptop via Klinken-Cinch-Kabel, erstmal mit dem Laptop. Beziehungsweise den Zuspieler verbinden wir jetzt erstmal mit dem Subwoofer. Wir gehen hier natürlich, weil wir ja hier irgendwo ein Signal reingeben wollen, wählen wir hier den In-Eingang. Und erst jetzt nehmen wir ein zweites Cinch-Kabel, ja, was dann so auszusehen hat, und verbinden jetzt erst den Subwoofer mit dem Verstärker. Das heißt, vom Kabel des Zuspielers geht das Signal erstmal hier in den Subwoofer rein und hier geht es jetzt erstmal raus und erst jetzt gehen wir zum Verstärker, wo ihr dann die anderen Lautsprecher angeschlossen habt. Und hier wählt ihr dann einfach einen x-beliebigen Eingang des Verstärkers. Jetzt noch Lautsprecher anschließen. Und erst wenn alle Anschlussarbeiten abgeschlossen sind, verbinde ich die ganze Anlage mit 230 Volt Stromnetz und schalte das Ganze ein. So, dann wählen wir uns hier noch die richtige Quelle aus. Wir erinnern uns, wir haben das Ganze an den CD-Eingang angeschlossen. Also wählen wir diesen noch aus. Stellen vorsichtig die Lautstärke ein, weil der Nachteil dieser ganzen Anschlussmethode ist jetzt, ihr könnt jetzt zwar die Lautstärke hier am Verstärker noch regeln, ihr regelt dann aber nur die Lautstärke über die angeschlossenen Lautsprecher, nicht mehr über den Subwoofer. Darum eignet sich diese Anschlussmethode wunderbar, wenn ihr eh eigentlich nur ein Handy angeschlossen habt oder ein PC, Laptop angeschlossen habt. Dann könnt ihr hier wunderbar die Lautstärke steuern. Das heißt, ihr stellt einmal die Lautstärke des Verstärkers und des Subwoofers ein, so wie es mögt, und dann regelt ihr die gesamte Lautstärke einfach über den Zuspieler. Testen wir jetzt einfach mal, ob das System auch funktioniert. Ja. Subwoofer funktioniert auch, hier die Satellitenlautsprecher funktionieren auch. Und jetzt muss man hier natürlich am Zuspieler die Lautstärke, kann man jetzt noch nach oben regeln, so wie man das Ganze haben möchte. Ist eine einfache Anschlussmethode. Ne? Was haben wir gemacht? Ich fasse nochmal zusammen. Wir sind vom Zuspieler über einen Subwoofer weiter zum Verstärker gegangen, der dann ganz normal die Lautsprecher antreibt. Wie gesagt, der Nachteil ist halt, ihr müsst einen Zuspieler anschließen, Laptop, Handy oder PC, wo ihr da die Lautstärke einstellen könnt, weil ihr halt über den Verstärker nur die Lautsprecher-Lautstärke einstellen könnt. Der Subwoofer muss eigentlich nur Cinch-Eingänge und Ausgänge haben. Das, was die meisten Subwoofer haben. Habt ihr allerdings High-Level-Eingänge und High-Level-Ausgänge,
dann könnt ihr den Subwoofer natürlich auch mit dem Lautsprecherkabel direkt an den Verstärker anschließen. Wie das geht, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, ist unten in der Infobox. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt ihr noch Fragen dazu? Ab in die Kommentare damit. Ich sage Bye-bye und viel Spaß noch mit meinen anderen Videos auf diesem Kanal. Euer Speaker Schocker.